Was mache ich denn eigentlich, wenn der Kunde bereits einen Lieferanten hat, mit dem er zufrieden ist? Na, im professionellen Geschäft ist es ja an der Tagesordnung, dass Kunden schon andere Lieferanten haben. Ganz selten kommen wir ja da in eine völlig unvorbereitete Situation hinein. Und deswegen ist es ja der Standardfall. Und wir dürfen uns natürlich für diese Situation eine gute und clevere Reaktion überlegen, die nichts mit Stammeln zu tun hat und vielleicht in gewisser Weise dem Kunden auch recht gibt, dass er heute einen anderen Lieferanten hat und trotzdem ein Argument liefert, sich neu zu orientieren. Und wie das ganz genau funktioniert, das erkläre ich dir gleich. Wie kann ich besser präsentieren und überzeugen? Tja, vor allem das Überzeugen ist etwas, was wir alle irgendwie wollen, aber nur aktiv. Also das heißt, alle wollen überzeugend sein, aber kaum jemand will überzeugt werden. Und woran liegt das? Kurzer Ausflug nochmal in die Psychologie. Es könnte daran liegen, dass wir die drei Ich-Zustände hier ganz klar vor uns haben. Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich. Und etwas ausführlicher, das Eltern-Ich ist entweder strafend und kritisch, beziehungsweise kontrollierend, oder fürsorglich und nährend, im Sinne von, ich will dir ja nur was Gutes tun. Und die Transaktionsanalyse sagt, wenn wir einen Reiz, zum Beispiel aus dem Eltern-Ich, senden, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Reaktion aus dem Kindheits-Ich kommt. Und dann, und das ist interessant, meistens aus dem rebellischen Kindheits-Ich, zumindest in Westeuropa. Und das kann dann zu solchen Situationen führen. Einer meint's gut, möchte einen Vorschlag machen, der andere guckt noch nicht mal drauf und reagiert rebellisch. Wie kriegen wir es hin? Die einzige Chance, die wir haben, ist, auf Erwachsenen-Ich-Ebene zu bleiben. Und da geht's um ehrliche, offene Fragen und Ich-Botschaften. Höhe im Erwachsenen-Ich. Das bedeutet ganz klar offen, ehrlich und fragen. Und diese drei Themen, die kriegen wir mit einer normalen Präsentation wahrscheinlich nicht hin. Daher empfehle ich die Nicht-Präsentation. Wie funktioniert das? Wir brauchen zunächst mal eine Einladung der Teilnehmer. Ich zeige hier mal so ein Beispiel. Beispielsweise könnte in meinem Fall, wenn ich eingeladen werde zu einer Präsentation, um eines meiner Weiterbildungskonzepte vorzustellen, könnte ich mich mit so einem Text hier vorbereiten, beziehungsweise auch die Teilnehmer bitten, sich vorzubereiten. Ich sage dazu, dass sie sich Fragen überlegen sollen und liefere schon mal ein Set von Beispielfragen mit, einfach nur, damit die Menschen sich besser vorstellen können, was ich meine. Dann beginne ich, indem ich allen Teilnehmern eine Metaplan-Ausrüstung zur Verfügung stelle, also einfach gesagt Karten, Metaplan-Karten oder Karteikarten und Filzstifte. Und ich beginne dann die Präsentation mit den Worten, jetzt wäre der richtige Moment, um Ihre Vorbereitung rauszuholen, und bitte schreiben Sie mir doch mal Ihre Fragen auf. Wie lange wird es dauern, Ihre Fragen aufzuschreiben? Und dann liefere ich schon mal so eine Folie wie diese mit den typischen Fragen. Hier sieht man also üblicherweise, wie Menschen sich Gedanken machen rund um das Thema Vertriebsweiterbildung. Also ich liefere dann so ein Set von Fragen mit und lasse dann die Teilnehmer schreiben. Ich sammle die Fragen ein und hänge die, so wie hier mal am Beispiel, an eine Pinnwand und verspreche dann, das ist jetzt mein Fahrplan durch unsere Präsentation. Und mein Ziel ist es, dass wir am Ende der Veranstaltung alle Ihre Fragen geklärt haben und Sie eine Antwort darauf gefunden haben. Dann könnte ich als nächstes eventuell noch Ziele formulieren. Also das heißt, ich nehme ein Flipchart und schreibe oben drauf, es soll erreicht sein, dass, na klar, die Fragen beantwortet sind und eventuell weitere Fragen, die bzw. Ziele, die die Teilnehmer haben, nochmal mit aufgeschrieben sind. So, und dann fange ich an mit der eigentlichen Nicht-Präsentation. Die Fragen geben die Struktur
Folien habe ich natürlich vorbereitet, aber ich zeige nur die relevanten, nur diejenigen, die wirklich jetzt zur Beantwortung von Fragen sinnvoll sind. Natürlich kann es auch sein, dass Teilnehmer während der Nichtpräsentation weitere Fragen stellen. Aber dadurch, dass wir am Anfang die Fragen eingesammelt haben, ist das relativ selten. Denn die Teilnehmer haben sich dann schon mal von der Seele geschrieben, was sie beschäftigt und können sich voll darauf konzentrieren, jetzt aufzunehmen, was an Antworten angeboten wird. Die beantworteten Fragen nehme ich runter, habe natürlich auch immer die Ziele im Auge und gebe sie an den Fragesteller zurück. Am Ende haben wir eine leere Fragewand und das ist ein Symbol für Kompetenz, weil schließlich keine einzige Frage mehr übrig geblieben ist. Also auf die Frage, wie kann ich überzeugend präsentieren? Nochmal mein Hinweis, Achtung, wenn ich überzeugen will, bin ich wahrscheinlich im Eltern-Ich und werde eine rebellische Reaktion auslösen. Sinnvoll wäre es, im Erwachsenen-Ich zu bleiben. Dabei geht es darum, offen zu sein, ehrlich zu sein und Fragen zu stellen. Und genau das leistet die Nichtpräsentation. Das war meine Antwort auf die Frage, wie man besser präsentieren und überzeugen kann. Aber es gibt natürlich noch jede Menge andere Fragen. Und vielleicht haben Sie auch eine Frage, die Sie dringend loswerden wollen. Das können Sie tun bei stephanheinrich.com. Da kann man mal sehen, welche Fragen wir schon beantwortet haben. Und selbstverständlich kann man dort auch eine eigene Frage unterbringen. Wir hören uns wieder und bis dahin gute Geschäfte.